Ja, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Video GTA 5 LSPDFA. Wie man heute sehen kann, am Flughafen, beziehungsweise hier am Airport, Los Santos International Airport unterwegs, mit dem Mercedes-Benz E-Klasse der Berliner Polizei heute. Sprich, ein neuer Skin für das Fahrzeug. Finde ich an sich gar nicht mehr so schlecht. Diesmal ohne die gelben Streifen dann. Ich glaube, das letzte war ja die Baden-Württemberger Polizei, aber das ist jetzt die Berliner. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es heute so zur Sache geht. Ich habe ja auch ein paar neue Mods dabei. Aber dazu kommen wir gleich. Wir haben einen Einsatz. Kidnapping am Flughafen hier. Auf dem Flugfeld natürlich. Das kennen wir schon irgendwoher aus der Militärbasis, habe ich so das Gefühl. Aber trotzdem, wir kümmern uns darum. Eine Berühmtheit in Anführungsstrichen wurde gekidnappt und wird hier entlang gefahren. Wahrscheinlich auf dem Weg zum Flug gewesen und dann schön gekidnappt. Fahren wir nebenan, schauen mal, was der Herr oder die Dame vorhat. Wir haben natürlich hier wenig Einsicht wegen den getönten Scheiben. Wir bräuchten einmal Unterstützung. Sondereinsatzkommando inklusive, bitte. Außerdem habe ich schon mal für euch als Preview das Fahrzeug rein hier, den X5, der aber noch nicht in der deutschen Ausführung verfügbar ist. Da könnt ihr ihn sehen, auch als Sondereinsatzkommando-Fahrzeug eben im Einsatz. Wie man sehen kann, da steigen auch schon die SEK-Typen aus. Auch da ist ein neuer Skin. Und ja, finde ich ganz schön eigentlich. Wie man da sehen kann, wirklich schönes Polizeifahrzeug. Leider noch nicht im deutschen Skin, aber ich hoffe, dass das vielleicht auch bald kommen wird. Und ja, da geht er auch schon wieder dahin, der X5. Den wir im letzten Video hätten gebrauchen können. So, da ist auch schon der Transport für den Herrn. Der Mercedes Sprinter und wir machen weiter. Hier gibt es natürlich genug zu tun am Flugfeld, muss man sagen. So, und die Polizeieskorte kümmert sich mehr oder weniger hier gerade um die Limousine. Gut, dann geht's für uns schon weiter. Ein Mod, den sich fast jeder wünscht oder ihn gerne hätte, nehme ich mal an, ist sowas wie GTA Comes Alive. Das habe ich jetzt auch hier installiert. Kann ich nur weiterempfehlen für euch GTA 5 Liebhaber da draußen, die mal gerne LSPDFA spielen wollen und einfach mal, wenn sie rumlaufen ohne bestimmten Einsatz, irgendwelche Aktionen oder in irgendetwas verwickelt werden wollen. Denn da sieht man ganz gut auch, dass eben genau das möglich ist in GTA 5 auch, wie ihr jetzt dann bald auch sehen werdet. Wie hier zum Beispiel einer, der einfach so wegrennt, ohne ersichtlichen Grund. Das ist auch so ein Nebeneffekt der Mod. Und einer, der ihn verfolgt, erst recht. Das bedeutet einfach, es gibt hier auch Leute, die einfach losballern, etc. pp. Wie ihr jetzt sehen könnt. Sieht man auch hier ganz gut. Und wir haben schon den ersten hier am Flughafen, der rumballern muss. Und das ist ein Nebeneffekt von unserer neuen Mod GTA Comes Alive. Oder ähnliches, also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier auch am Flughafen, nicht nur hier, eigentlich überall, und da passiert dann immer mal wieder was, das ist ganz gut. Man kann hier natürlich auch Kontrollen machen, für bestimmte Personen werden wir auch tun. Zum Beispiel der Herr, der jetzt auf einmal einfach so wegrennt von seinem Gepäckstück, das ist natürlich nicht so gut. So, jetzt halten wir den Herrn mal an. Stehen bleiben bitte. Oh, jetzt sind wir über ihn gestolpert. Ups. So, dann einmal bitte Personalausweis, dann überprüfen wir mal ganz kurz. Gut, wie man sieht, er weigert sich, diesen zu zeigen. Wir bitten ihn mal nochmal anzuhalten. Vielleicht überlegt er sich nochmal anders. Jetzt fahren die mir voll ins Auto rein. John Jackson, wir brauchen hier mal Unterstützung, bitte. Das ist ja hier nicht zu fassen. Die machen anscheinend hier ein Wettrennen am Flughafen. Das ist nicht gut. Gut, der Herr, der war so und so sauber. Wir kümmern uns um die Raser hier. Müssen da so schnell wie möglich hinkommen. Eine Unterstützung ist auf dem Weg. So. Jetzt heißt es natürlich dranbleiben. Mit der E-Klasse. Mal schauen, was so geht. Und ob wir die kriegen. 525D ist auch schon dran. Was ich auch ganz schön finde an dem Skinpack, es gibt dann auch Landespolizei-Skins. Also wer es kennt, die Bayerische Landespolizei zum Beispiel. Ist auch ganz schick, dass das eben gibt. So, wir bremsen ihn erstmal aus. So, die Unterstützung ist direkt hinten dran und dann haben wir ihn schon. So, Hände hoch, Kollege. Weit kommt er nicht. Aber gut. Kann der Kollege hier in dem Fall übernehmen. Ich kümmere mich um
das Abschleppen des Fahrzeugs. Und dann machen das die Kollegen, dann kümmere ich mich auch direkt um den anderen. So, jetzt müssen wir uns um den anderen kümmern, bevor der verloren geht. Ich habe mal ein paar Helikopter drangehängt. Dranhängen lassen. Und wir sind auf dem Weg Richtung dem anderen. So, jetzt haben wir ihn auch schon hier vor uns, den Flüchtigen mit den beiden Eurocoptern dran. Wir sind auch dabei und schauen, dass wir den mal bekommen. Außerdem, weil viele gefragt haben, ja, Hitman geht weiter. Am 26. April kommt der nächste Teil, mehr oder weniger. Und da am 27. kommt dann auch schon das Video dazu. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch gespannt sein. Ich bin's auch auf die neue Episode der Serie, mehr oder weniger. So, wir versperren hier komplett den Weg. Die Zivilisten machen das auch ganz gut. Die stellen sich einfach direkt davor. Reifen ist kaputt. Das Problem ist nur hier in der Öffentlichkeit. Kann man natürlich schlecht alle Reifen zerschießen. Oh, hallo. Die Kollegen zeigen vollen Einsatz. So, okay, der Helikopter macht einen Tiefflieger. Uiuiui. Gut, wir sind aber dran. Die Ford Mondeos sind auch dabei. Und wir schauen, dass wir den bekommen. Das ist jetzt hier voll der Großeinsatz. Wir verfolgen ihn jetzt schon mehrere Kilometer. Und die Autos schleudern so rum wie bei Alarm für Cobra 11. Das ist auch nicht schlecht. Boah. Jetzt ist er zu Fuß auf der Flucht. Aber das hilft ihm auch nicht weiter. Wir greifen zum Elektroschocker. Mal schauen, ob die Reichweite passt. Sehr gut. So, einmal bitte Hände hoch. Sehr gut, die Kollegen haben den Weg abgeschnitten. Gut. Dank der Helikopter und dem zahlreichen Einsatz unserer Kollegen konnten wir auch den erwischen. Ganz schöner Großeinsatz hier. Für ein Straßenrennen, aber so ist das. Da, so bekommt man die natürlich auch. Sollte sich vielleicht mal die deutsche Polizei ein Beispiel daran nehmen. Oder auch nicht, wer weiß. So, zurück am Flughafen. Sind wir wieder in unserem Einsatzgebiet und schauen jetzt mal hier weiter. Was es sonst denn noch hier so zu tun gibt. Mal schauen. Was ich an der Uniform auch ganz gern mag oder gern sehe, ist eben an der Seite, dass so eine Deutschland-USA-Flagge eben in der Mitte durchtrennt ist oder diagonal durchtrennt ist. Finde ich ganz cool, weil wir hier im Endeffekt theoretisch gesehen in den USA spielen oder sich das Ganze in den USA abspielt, aber wir eben nach der deutschen Polizei spielen. Das passt eben noch besser in das ganze Segment, wie ich finde. Und ja, ich finde auch generell, dass die deutsche Polizei gar nicht mal so falsch hier ist, um ein bisschen aufzuräumen. Ja. Und hier ist, soweit ich weiß, der Abflugbereich. Weil der Ankunftsbereich ist oben. Deswegen müsste hier eigentlich das Ganze departuren. Das bedeutet, wir kümmern uns hier mal um ein paar Personenkontrollen. Aber wir haben hier direkt in der Nähe eine obdachlose Person, die für Aufsehen sorgt. Ja gut, wir kümmern uns drum. Die ist ja hier in der Nähe. Dann kümmern wir uns um den Einsatz. Ich meine, sonst haben die Kollegen ja hier am Flughafen gar nichts zu tun, denn wir hier sind. Deswegen machen wir auch mal hier ein bisschen Streife dort und schauen wir mal, was uns dort so erwarten wird. Was wir jetzt an Informationen haben, ist natürlich nur, dass es sich hierbei um eine obdachlose Person auf der Insel gegenüber befindet, auf dieser Industrieinsel, glaube ich sogar. Und wir müssen das Ganze überprüfen. Dann schauen wir mal, was sich da so ergeben wird und ob die Person denn auch gefährlich ist. Hatte ich nicht so selten bisher. So, jetzt begeben wir uns gerade eben auf diese Elysian Island. Das ist wie gesagt so ein Industriegebiet. Hier ist eigentlich relativ wenig los. Kaum Leute und ja, Fahrzeuge auch relativ wenig. Natürlich kann es so sein, dass sich eine obdachlose Person da auch mal verirrt und sich da ihren Schlafplatz macht. Deswegen gehen wir jetzt da ganz normal ohne weiteres an die Sache ran und schauen, dass wir die Person auch wieder friedlich vertreiben können. Aber der hat sich hier ganz schön was gesucht, hier einen Schlafplatz. Mal schauen, ob wir hier auch Sicht bekommen auf die Person. Das ist hier alles Industriegelände, wie man sehen kann. Hier sollte sich natürlich keine Person aufhalten, beziehungsweise keine unbefugte Person. Ah, da hinten. Gut, wichtig ist natürlich, wir wissen jetzt gerade im Moment nicht, was, ob die Person bewaffnet ist oder nicht, betrunken ist, etc. pp.
Deswegen gehen wir jetzt ganz neutral an die Sache ran. Aber entsprechend vorbereiten müssen wir uns. Guten Tag. Ja, das meinte ich. Genau das meinte ich. Wir sind mehr oder weniger Code 4, weil wir holen noch einen Sanitäter hier. Mussten hier keine große Waffengewalt anwenden, aber mit einer kaputten Bierflasche zuzuschlagen ist natürlich auch nicht so gut. Deswegen kümmern wir uns hier auch noch drum. Außerdem, weil auch viele vielleicht fragen oder weil viele auch wissen wollen, wie das GTA denn so schön ausschaut mit so schönen Effekten. Da gibt es jetzt einen ganz neuen Texturmod mehr oder weniger, der nennt sich Clear HD, glaube ich. Habe ich euch auch wie immer in die Videobeschreibung gepackt. Schaut auch mal das an, wenn ihr wollt. Ist ein ganz schöner Grafikmod, macht das Ganze noch ein bisschen realistischer, finde ich. Also, wer möchte, wer sein GTA noch ein bisschen verschönern möchte, der hat hier mit eben die Möglichkeit. Und ich finde, der sieht gar nicht mehr so schlecht aus. So, da sind auch schon die Sanitäter. Mal schauen, ob die noch mehr machen können. Hoffen wir es mal. Okay, nur Gott kann ihn retten, meint jetzt der. Na, gibt's Anzeichen oder keine? Ja, wir haben ihn wieder. Sehr gut. Hey, stehen bleiben. Guten Tag, der Herr. Jetzt hat er seine Bierflasche nicht mehr, ne? Jetzt kann er natürlich da nichts mehr machen. So, sie sind verhaftet. Hätten wir hier wieder einen Straftäter mehr. So, dann holen wir mal für den Herrn einen schicken Transport. Und dann ist es schon wieder nicht unser Einsatz, sondern für die Herren vom Polizeitransport. Da hinten kommt auch schon der Mercedes Sprinter. Und wir können wieder zurück zu unserer normalen Streife. So, jetzt schauen wir mal hier im Parkhaus, was hier so am Flughafen vonstatten geht. Aber man muss schon sagen, dass die Polizeipräsenz hier natürlich auch ihren Teil leistet, weil gar nicht mehr so viel Kriminalität hier vonstatten geht. Im Gegensatz zum Beispiel zur Gang-Konfliktzone, die wir auch schon gesehen haben. Da muss ich sagen, da war natürlich um einiges mehr Chaos. Deswegen, das wäre zum Beispiel jetzt hier für ein Beispiel. Und ja, was ich auch mal mehr oder weniger loben muss, sind die ganzen Fahrzeugmods, die viele machen. Da sehen einige schon richtig, richtig schick aus. Sehr, sehr realitätsnah. Gut, das ist jetzt aber nicht unser Einsatz, das machen die Herren von der Elysian Island. Weil wir hier am Flughafen tätig sind und hatten gerade erst einen Einsatz vor Ort. Aber hier scheint auch alles in Ordnung zu sein. Also das sieht alles ganz in Ordnung aus. Keine weiteren Auffälligkeiten hier am Parkhausdach oder generell im Parkhaus. Von dem her geht es wieder runter. Aber hier haben wir schon einen Einsatz. Gestohlener Bus. Kann natürlich auch eine Geiselnahme sein, hier direkt am Flughafen, beziehungsweise im Flughafen. Wir kümmern uns drum. Da müssen wir jetzt natürlich schnell hin. So, schauen wir mal, dass wir hier mit Code 3 dann gleich on the way sind. So. So, wir nehmen den direkten Weg Richtung Eingang. Hoffentlich machen sie uns diesmal die Schranke auf, weil das machen die nicht so gerne. Ja, sag ich doch. Aber das machen sie uns doch gerne auf. Wunderbar. So, jetzt aber. Jetzt holen wir uns hier den vermutlichen Geiselnehmer oder je nachdem. Auf jeden Fall diesen gestohlenen Bus. Und mal gucken, ob hier noch Zivilisten drin sind. Holen natürlich Unterstützung. Am Flughafen lieber gleich das Sondereinsatzkommando rufen. Schauen wir mal. Ne, ich kann keine Geiseln erkennen. Das ist gut, weil dann können wir ohne Probleme. Oh, das wird. Ja, die machen hier dem natürlich auch die Tür auf. So, wir zerschießen mal hier die Reifen. Wenn keine Geiseln an Bord sind, dann ist das natürlich kein Problem, bevor das Ganze hier noch auf dem öffentlichen Straßenverkehr vollzieht. So, jetzt bremsen wir den mal aus hier. Oh, gar nicht gut. Gut, einen Bus anzuhalten ist natürlich nicht ganz so einfach. Auch mit kaputten Reifen. Aber, vielleicht hat der X5 hier vorne mehr Glück. Ah, ich glaube, das wird nichts. Aber jetzt, doch,
Vielleicht. Oh nee. Nicht ganz. Eieiei. Okay, wir öffnen das Feuer jetzt gleich. Wenn hier nichts getan wird. Damit wir hier eben damit den Motor zerschießen, mehr oder weniger dann. Oder den Täter so einschüchtern, dass er nicht mehr weiterkommt. Oder natürlich die Kollegen stellen ihn quer. Auch eine gute Idee. So, jetzt aber. Jetzt haben wir uns direkt davor gesetzt. So leicht abzuhauen wird es jetzt nicht mehr. So, der Herr, aussteigen. Das Sondereinsatzkommando macht ja auch schon seinen Teil, aber der Herr hat keinen Bock. Jetzt das zweite Mal überfährt er mich schon. Jetzt wird's aber... Okay, jetzt reicht es mir auch mal. Okay, wir lassen hier mal den Flughafen vorerst absperren. Bevor die noch mehr Schaden anrichtet oder Zivilist mit einbindet. So, der Herr ist jetzt zu Fuß auf der Flucht. Das klingt nach 50.000 Volt. Ja. Yep. So, die Kollegen übernehmen. Ich decke. Natürlich hier eine Polizeipräsenz direkt am Flughafen. Aber natürlich auch gut, dass die alle so schnell da sein konnten. So. Haben wir einen mehr. Und ich würde sagen, Leute, damit ist unsere Flughafenstreife für heute beendet. Schaut auch auf der Steam-Gruppe bzw. Facebook-Gruppe vorbei, wegen den Livestream-Terminen zum Beispiel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt GTA 5 LSPDFA.